Sehr, sehr witzig. Naja. Wir haben doch bestimmt noch Spitzhacken. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Du hast auch noch ein bisschen Eisen. Ich habe noch eine halbe Spitzhacke. Das ist doch, das geht doch einwandfrei. Die arme Fackel. Komm ich da oben hin? Ja. Geht sogar. Weg. Weg damit. Lala, das kommt mal gar nicht mehr hoch. Wie willst du es machen? Willst du die ganze Wand hier weghaben? Quasi, ja. Das wird dann einfach quasi, dahinter machen wir gleich dann einen... So, stopp. Einen. Lass mal das hier... Dann mache ich gleich mal kurz... Einen. Ein was? Du hast angefangen, dahinter machen wir einen. Einen... Und das war's. Einen was? Markierung hin. Das ist die was? Markierung, wo später dann die... Das, hier kommt später die Glaswand hin. Aber was willst du dahinter machen? Einen? Beobachtungsraum. Ah. War mir nur gerade nicht klar, weißt du. Der hat du da nur einen gesagt hast, das war, ja. Hier ist natürlich alles viel klarer. Denn das, wo hier kein Wasser ist, da werden sie runterfallen, dann geht es hier noch zu meinem Auto, zu einem Monsteraufzug, der sie einfach hochbringt, so viel Schaden macht, dass man sie mit quasi einem Schlag töten kann. Nein, also, das wird was. Das Doofe finde ich halt immer bei solchen Bauergeschichten, gell? Der eine hat halt die eine Idee, wie man jetzt sowas baut, und der andere, wenn der halt jetzt da mit eingreift beim Bauen, ist natürlich die Frage, macht das richtig? Oder den richtigen Block ab? Halt. Wir machen jetzt hier einen Beobachtungsraum. Ich bin das für das Technische zuständig, du fürs Asiatis. Du machst also, lass es schön aussehen. Schau, ich bin. Sind hier noch irgendwelche Höhlen, die nicht beleuchtet sind? Willkommen bei der nächsten Höhlentour. Es ging ganz schön schnell. Ah, hier. Oh, schon Endstation. Egal, Hauptsache wir haben Eisen. Es war ein Zombie. Das war ein Zombie, ich kann es beweisen. Ich hab's auf Video. Wo sind wir überhaupt hier gelandet? Glaubst du wohl nicht, oder? Welche Höhle ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Willst du echt wissen, welche Höhle das ist? Ja. Da müsste ich kurz mal mein 74-Seiten-Registerbuch nachschauen. Da steht nämlich die Höhle detailliert drin, wann sie erschaffen wurde, wie alt sie ist, welchen Baustil sie hat und nicht zu vergessen, wie schwer sie ist. Wo geht es jetzt hier raus eigentlich wieder? Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist grün. Hä? Oh, ich bin gerade beim zweiten Spawner, Valentin. Du siehst mein Namensschild, gell? Ja. Hier ist ein anderer Spawner, könnte man vielleicht mit einbinden. Wo bist du hier reingelaufen überhaupt? Ich weiß hier nicht, oben wo. Entlang. Hä? Oh, da. Schaffst du es? Sehr gut. Weil hier ist nochmal ein Spawner. Aber ich weiß nicht mehr, wann wir hier waren. Ist schon länger her. Das war ziemlich am Anfang. Ah, echt? Aber hier ist nochmal ein Spawner. Zombie. Ja, Zombies sind nicht so schön, wie ich gesagt habe. Oh Mann, wir haben, denke ich mal... Ach, das ist doch die eine Höhle, die Höhle, die beim Feld anfängt. Beim Feld? Ja. Ich glaube nicht. Sonst. Hast du die. Hä? Nee, das ist nicht die Höhle. Schau mal hier. Das ist noch eine unerkundete Schlucht. Wann waren wir denn hier? Ziemlich am Anfang des Displays. Echt? Ah! Das ist immer eine. Sollen wir kurz mal die Schlucht plündern? Ich hätte Zeit, Lust und Geld. Nein.
Ich will, hab darauf keine Lust. Aber warum denn nicht? So, geht doch ganz einfach. Ja, egal. Mein Schwert kann es schaffen, sowieso nur noch. Weiß ich nicht. Und, was machst du so? Nein, ich habe das Spiel verlassen. Oder bin ich tot? Ja, hier liegen überall Items. Toll, beim Verlassen des Servers getötet. Was ist denn das? Ich kann nichts aufnehmen, leider. Du wirst doch nichts aufnehmen. Das gibt's euch. Jetzt bin ich bei mir drüben. So eine blöde Sache. Und da wollte er eine Schlucht erkunden. Klar. Ja, die Schlucht war gut. Aber das, was daraus entstanden ist, war nicht gut. Minecraft läuft flüssig in OBS, das ist sehr gut. Weil hin und wieder kann es natürlich mal vorkommen, dass es nicht so flüssig ist und dann... Ja, ist es halt blöd. Sehr blöd. Mega blöd. Ich komme. Du bist da unten, gell? Ja, ich bin noch unten. Das heißt, ich müsste runter, dann da entlang, die eine Höhle nehmen. Die Frage ist nur, wie bin ich in die Höhle reingegangen? Genau da bin ich entlang. Dann bin ich dort entlang. Ich hoffe, ein Hund. Nicht mein Hund. Oder mein Hund? Nee, nicht mein Hund. Eine freilaufende Bestie. Ich komme. So schnell, wie ich es machen kann. Wie viele Minuten sind schon um? 2? Ich weiß nicht, wie viele Minuten deine letzten Tod um sind. Oh, warum ist es so weit entfernt? Warum muss das so lang laufen? Aber wenn man einmal tot ist, dann merkt man erst, wie lang der Weg ist. Der ist schon enorm lang von mir drüben. Stell dir sich vor, wenn man in einer Höhle stirbt, die einfach mal quasi auf der anderen Seite der Map ist. Ja, dann ist es blöd. Außer man hat natürlich einen Raum gebaut, gell, wo ja so ein Safe-Raum ist mit einem Bett und Truhen und so weiter, dann wäre es natürlich praktisch. Aber wenn man dann auf der Rückreise stirbt, dann hat man ein Problem. Dann ist man wieder zurück in der Höhle. Der neue Film, demnächst im Kino. Das wäre eigentlich ein geiler Titel, Zurück in der Höhle. Aber erstmal in der Höhlensysteme zurückfinden und so weiter. Ja, geile Sache, gell? Ich habe ja hier zugebaut. Fällt mir gerade ein. Wo hast du zugebaut? Na, mit Koppel, vorhin. Die Wand. Das gibt's ja jetzt nicht. Muss ich zum Baum laufen? Oh. Wo genau hast du zugebaut? Valentin, ich glaube, wir müssen mal in der Zukunft dein Kurzzeitgedächtnis trainieren. Ja, aber ich habe nur zugebaut gehört, mehr nicht. Weißt du? Ich meine dein Kurzzeitgedächtnis, was vor 8 Minuten geschehen ist. Denn du warst live dabei, du standest hinter mir und hast zugeschaut. Ich habe dich nicht zuhauen, dir zubauen sehen. Ich hab's du hast gesehen. Mir zugeschaut. Ey, mein Kurzzeitgedächtnis ist manchmal total erschrocken. Ich habe... ein Videobeweis, der 50 Minuten lang ist. Jetzt laufe ich irgendwie kopflos die Höhle und weiß nicht mehr, wo es zurück ist. Ja, tja. Ich glaube, meine Sachen kann ich schon mal vergessen. Das war's. Jetzt muss ich erstmal durch die Steinwand durch mit einer schönen alten Holzspitzhacke. So fühlt man sich doch wie in den guten alten Zeiten. Ich hätte nicht zubauen dürfen. Ach, ich bin ja bei der Schlucht zurückgefunden. Tja, aber auch nicht weiter. Komm schon! Ja, ich bin bei der Erde angekommen!
Ah, ich komm. Ach, da hinten hast du zugebaut. Ach, ja. Konntest du dich wieder erinnern? Sag mal. Der Eingang, der hast du zugebaut. Ich dachte irgendwo da hinten, aber. Meine Güte. Was das Gedächtnis ist, wie gesagt, Schrott. Tja. So ist es halt. Sind da irgendwelche Zombies unten? Ne, ich bin falsch gelaufen. Sind da Zombies unten? Ein einziger Zombie, der auf mich sich nähert. Was? Der sich dich nähert. Ja, aber der wird wohl noch nicht erreichen, sie das Ziel erreichen. Ich flipp gleich aus. Jetzt finde ich den Weg zur Höhle nicht. Zur Schlucht. Ne, ich bin hier, genau hier oben entlang, oder? Ich hoffe. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Da unten? Ja, da war's. Rennen kann ich auch nicht mehr. Ah, sie sind noch alle da. Immerhin. Wir hatten Glück. Tja. Aber eine Sache, was ich sehe, ich habe nur noch 7 Erfahrungspunkte. Ja, die anderen sind weg. Ich hatte nämlich knapp 30 Stück oder 32. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit 26, glaube ich. Fichtenholz. Ich hatte doch nie Fichtenholzbretter. Pass auf, Valentin, nicht, dass du jetzt auch noch stirbst. Das war jetzt kein Spaß, hierher zu kommen. Es hat ein bisschen gedauert. Kohle? Hast du meine Kohle? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Oh Gott, nicht. Wenn du die nicht hast, dann ist sie da unten. Nein, sie ist weg! Sie ist... Das gibt's jetzt nicht. Die ist gerade vor meinen Augen weggegangen. Das ist ein dramatisches Erlebnis, würde ich mal sagen. Das war's. Ich bin mit LPMT fertig, Valentin. Oh, die lag da unten, gell? Die Kohle lag gerade noch da unten. Dann bin ich runtergegangen. Dann war die weg. Das gibt's jetzt nicht. Ab jetzt hasse ich Höhlen. Ich hasse Höhlen. Ich will nicht mehr Fichtenbretter. Bruchstein. Brauche ich alles nicht. Bruchstein. Was soll man denn mit Bruchstein? Stein. Mein Stein ist auch noch weg. Also 32 Stück. 64 habe ich Gott sei Dank noch. Natürlich bin ich mit der wichtigsten Ausrüstung nach unten gegangen. Schilder und Türen braucht man. Das ist die Grundausstattung für jede Farming-Tour. Ich will nicht mehr. Und hier ist noch irgendwo Lava. Tja, das war die geile Höhlentour. Ach, da oben haben wir uns, glaube ich, rausgebaut, oder? Ja, genau. Da oben haben wir uns rausgebaut, weil wir nicht mehr raus... Oder ich nicht mehr rausgekommen bin. Ich glaube, ich war hier mal alleine drin. Aber ich kann dir echt nicht sagen, wo ich da rausgekommen bin. Hä? So. Schau da oben, sie ist ja Koppel. Da habe ich mich nämlich rausgebaut. Ich weiß echt nicht, wo es da lang geht. Tja, jetzt muss ich aber, glaube ich, ein bisschen länger in der Höhle bleiben, daher mir die Kohle fehlt. Für was? Du brauchst doch keine Fackeln. Ich habe aber keine Kohle mehr, die ist weg. Ich kann dir Hälfte von meiner geben, wenn du willst. Nein. Da ist noch eine Höhle. Da unten wäre auch noch eine, aber die sieht einladender aus zum Sterben. Deswegen gehe ich da einfach mal hin. So, hier kann man nämlich wahrscheinlich besser sterben. Da ist schon mal Eisen. Noch mehr Eisen. Oh, ein Skelett. Die Höhlen sind irgendwie böser geworden. Schlimmer als damals. 1873. So, musst du husten? La,
Lalala. Aber Valentin, ich weiß, du hast mal darüber geredet, aber, es ist die Frage. Machst du irgendwann mal in geraumer Zeit, in der fernen Zukunft oder vielleicht auch sogar in der nahen Zukunft, das LP weiter? Ich weiß nicht. LP meine Kraft? Überall Sackgassen. Ich will Kohle haben. Brauchst du dazu keine Sackgassen? Sag mir erstmal, wo es hier rausgeht. Rausgehen? Tod ist ungefähr in dieser Richtung. Ha, Kohle. Hier ungefähr? So, genau hier ist nämlich der Spawner. Und wenn dort der Spawner ist, dann müssen wir einfach ganz gechillt mit unserem Hinkebein hier entlang laufen. Und dann sind wir hier. Und dann gehe ich mal da oben entlang. Da ist bestimmt auch noch Kohle. Wo das lang? Dort sind nämlich auch noch Fackeln, aber die Kohle. Ne, war hier Kohle. Ne, da war nur Eisen. Eisen brauche ich nicht. Dann gehen wir mal unten entlang. Wir sind ja seitlich rein, gell? Das heißt, wir müssen einen Eingang finden, der zur Seite weggeht. Und zwar findet man nämlich hier Wasser und ich bin zurück. Kann ich schon mal da lang gehen. Ich gehe mal kurz hier lang und schaue nochmal, ob es hier noch ein bisschen Kohle gibt. Ich hoffe zumindest. Toll, hier ist jetzt der Gasse. Ich glaube, du hast ein bisschen Kohle übersehen. Ihr habt's. Kohle? Wo? Ja, eine Hülle wurde abgebogen bis kurze Zeit und dann hast du da gab's ein bisschen Kohle, aber du hast übersehen. Toll, jetzt muss ich wieder zurück. Dankeschön. Gibt's hier Kohle? Ich will Kohle, gib mir Kohle, los! Ist hier irgendwo Kohle? Kohle, 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 Kohle! Oder hier oben? Ja genau, da ist Kohle. Und da ist ein anderer Gang, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den Gang verwende oder entlang laufe, weil vielleicht komme ich sogar nie wieder zurück. Ärgerlich, wenn man irgendwie stirbt, gell, dann Minecraft verzeiht es einem nicht. Und die Monster schon gar nicht. Ja. So, bitte schön eine Fackel. So, ich komme mal wieder zurück. Ist das jetzt eigentlich praktisch, dass dort die Höhle ist? Kannst du die mit irgendwie mit einbinden oder ist die dir ein? Ich brauch weniger abzubauen. Ah ja. Sehr gut. Oder ist sie dir ein Dorn im Auge? Ich höre einen Zombie. Yeah, die Höhlentour geht weiter. Ich weiß aber jetzt nicht, wo ich da rauskomme. Guck nochmal. War es genug Holz, um Truhen zu bauen? Ja. Bin ich hier nah dran? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube hier entlang. Das ist immer so doof, gell? Wenn man irgendwelche anderen Höhlengänge sucht, dann. Das Kies. Ah, die sind echt direkt vor meiner Nase. Ich höre sie. Als wenn er direkt neben mir sitzen würde, aber. Gibt's ja nicht. Hier, genau hier, aber. Da. Gefunden.
Gesucht gefunden, Valentin. Die Partnerermittlung hat funktioniert. Na schön. Oh, ein Skelett. Ja, finde ich auch. Hier ist nämlich... Was ist denn das? Das sieht ja mal total billig aus. Da haben sie sich aber ganz schön... Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die haben sich ein paar Texturen hier gespart. Inwiefern? Naja, ich glaube, ich habe Gold gefunden. Weißt du, wie das Gold aussieht? Es ist ein normaler Steinblock mit einem Spiegelei. Es ist einfach ein gelber quadratischer Punkt da oben drauf.